ich bin sehr heimatverbunden, liebe das Erzgebirge, liebe meinen Heimatort und bin deshalb auch auf die Idee gekommen, was Touristisches zu machen, um den Leuten diese Heimat hier auch ein Stück nahe zu bringen. Also ich heiße Frieder Domke, bin 58 Jahre alt, wohne schon seit meiner Kindheit hier in Neuhermsdorf. Schon seit Kindheit interessiere ich mich für Pferde, liebe Pferde, habe immer versucht, auf das Pferd zu kommen. Irgendwann hat der Traum dann mal Gestalt angenommen. Und dann haben wir uns 3 Pferde gekauft, dann noch ein 4. dazu und dann Flyer gedruckt, Angebote gemacht und das ging dann wirklich auch ganz langsam los. Ja, heute habe ich so viel zu tun, dass ich eigentlich im Sommer noch mehr Pferde bräuchte. Am Anfang war ich natürlich sehr euphorisch, hatte das Romantische so im Blick nur. Inzwischen weiß ich, dass sehr viel mehr dran hängt, sehr viel Arbeit ist, bis hin zum Heumachen im Winterstall, viele Reparaturen mit Pferdepflege, Weide bauen. Es ist sehr viel aufwendiger als der Reitgast das vielleicht meint. In den letzten Jahren hatte ich so verschiedenste Angebote. Manche habe ich dann wieder weggelassen, manche sind dazugekommen. Unter anderem Halbtagesritte, Tagesritte, dann auch ein Mondscheinritt, abends in die Dämmerung, in die Nacht hinein, beim Mondschein. Das hat eine ganz besondere Stimmung. Was für mich persönlich das Interessanteste ist, sind die mehrtägigen Ritte. Mit dem Ziel, wo wir unterwegs dann auswärts übernachten, bis hin zu den 9-Tagesritten, wo wir 4 Tage unterwegs sind, dann den Ruhetag und 4 Tage wieder zurück. Da kommen wir dann auf dem Erzgebirge Richtung Westen bis zum Keilberg, Fichtelberg, die Region, oder in östliche Richtung ins böhmische Elbsandsteingebirge. Am Anfang wurde ich gewarnt von vielen, da kommt doch niemand, die fahren doch alle nach Frankreich und nach Amerika und nach Neuseeland. Ich bin aber eines Besseren belehrt worden. Die Leute kommen sehr gerne ins Erzgebirge. Und nicht nur um die Gastronomie zu probieren, sondern auch Wanderreiten zu probieren. Zu wandern, Ski zu fahren, Rad zu fahren. Das Gebiet gibt ja alles her. Ja. Die Leute geben sich alle Mühe, die machen alles schön. Und deswegen kommen die Leute auch gerne hierher.